Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Video werden wir darüber sprechen, wie man eine Festplatte erweitert oder neue Festplatten in virtuellen Maschinen wie VMware, VirtualBox, Hyper-V hinzufügt. Wenn Sie eine neue virtuelle Maschine erstellen, wird für Sie eine virtuelle Festplatte erstellt, deren Größe in den Anstellungen festgelegt wird. Während des Betriebs kann die zugewiesene Lautstärke jedoch nicht ausreichend sein. Was ist in dieser Situation zu tun? Wie kann ich die Größe einer bereits erstellten Festplatte erhöhen? Bevor Sie die unten beschriebenen Vorgänge ausführen, sollten Sie eine Sicherungskopie Ihrer virtuellen Festplattendatei erstellen. Fangen wir an. Beginnen wir mit VMware. VMware Workstation ist ein gängiges Tool für die Arbeit mit virtuellen Maschinen. Es arbeitet mit einer grafischen Oberfläche, ist einfach und leicht für den persönlichen Gebrauch zu verwenden. Ein Video über die Einstellung einer virtuellen VM-Maschine befindet sich bereits auf dem Kanal. Siehe den Link in der Beschreibung. Um die Festplatte zu erweitern, starten Sie VMware Workstation. Wählen Sie die gewünschte virtuelle Maschine aus, klicken Sie in der obersten Zeile auf Virtuelle Maschine, gehen Sie hier auf das Menü Einstellungen, klicken Sie nun auf der Registerkarte Hardware auf Festplatte, suchen Sie im Menü auf der rechten Seite nach Festplattenkapazität erweitern, klicken Sie daneben auf Erweitern. Hier geben Sie die Menge des neuen Speicherplatzes an und klicken Sie auf Erweitern. Nach einiger Zeit informiert Sie die Software, dass die Festplatte erfolgreich erweitert wurde. Starten Sie dann die virtuelle Maschine ein und überprüfen Sie die Festplattenkapazität in der Datenträgerverwaltung. Nun müssen Sie die Festplattenpartition in der virtuellen Maschine erweitern. Klicken Sie mit der Rechtsmaustaste auf den Datenträger und wählen Sie Volumen erweitern. Fügen Sie den gewünschten Bereich hinzu und klicken Sie auf Weiter. Wie Sie sehen können, hat sich die Festplatte vergrößert und alle Daten sind noch vorhanden. Wenn der Platz auf der ursprünglichen Festplatte nicht ausreicht, können Sie eine weitere virtuelle Festplatte hinzufügen. Sie können entweder einen vorhandenen Datenträger hinzufügen oder einen neuen erstellen. Um dies zu tun, schalten Sie Ihre virtuelle Maschine ab. Klicken Sie im Datenfenster auf Einstellungen ändern. Gehen Sie unter dem Registerkarte Hardware auf Festplatte. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche Hinzufügen. Der Assistent für das Hinzufügen neuer Hardware wird gestartet. Geben Sie Festplatte an und klicken Sie auf Weiter. Hier lassen wir die voreinstelligen Parameter stehen und klicken auf Weiter. Im Fenster zur Auswahl der Datenträgers können Sie den Pfad zu einem vorhandenen virtuellen Datenträger angeben oder einen neuen Datenträger erstellen. In unserem Fall werden wir einen neuen Datenträger erstellen. Klicken Sie auf Weiter. Hier legen wir die Größe der virtuellen Festplatte fest und wählen die Option Virtuelle Festplatte in einer einzigen Datei speichern. Weiter. Geben Sie den Pfad und den Namen der Festplatte an. Ich werde es bei der Standardeinstellungen belassen. Klicken Sie auf Fertigstellen. Sie sehen können, wird die virtuelle Festplatte erstellt und in der Liste angezeigt. Um die Einstellungen zu beenden, klicken Sie auf OK. Starten Sie dann die virtuelle Maschine. Die neu erstellte virtuelle Festplatte wird vom System als nicht zugewiesener Speicherplatz ohne Partitionsstruktur angesehen. Wir beheben das Problem, indem wir die Festplatte initialisieren. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Startmenü. Gehen Sie zur Datenträgerverwaltung. Das native Dienstprogramm für die Datenträgerverwaltung erkennt den Datenträger automatisch und bietet an, ihn zu initialisieren. Klicken Sie auf OK. Kehren Sie zum Fenster Dienstprogramm zurück, klicken Sie auf den nicht zugewiesenen Speicherplatz und dann auf einfaches Volumen erstellen. Klicken Sie auf Weiter. Geben Sie die Größe des Volumens an, Weiter. Wählen Sie einen Laufwerkbuchstaben und klicken Sie auf Weiter. Ändern Sie die Bezeichnung des Volumens im nächsten Fenster, dann drücken Sie Weiter und schließlich drücken Sie Fertigstellen. Ihr Laufwerk ist nun formatiert und einsatzbereit. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können.
Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Bei der Erstellung einer virtuellen Maschine in VirtualBox ist es schwierig, die genaue Größe zu berechnen, die benötigt wird, sobald das System installiert ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, einer virtuellen Maschine freien Speicherplatz hinzufügen, ohne Daten und das Image selbst zu löschen. Seit VirtualBox 6.0 gibt es eine grafische Option zur großen Änderung virtuellen Festplatten, um sie zu nutzen. Starten Sie das Programm, gehen Sie in das Menü Dateimanager für virtuelle Datenträger. Die Größe der virtuellen Festplatte wird im Vergleich zum Betriebssystem angezeigt. Geben Sie Ihre virtuelle Maschine an, verwenden Sie den Schieberegler oder geben Sie einfach die gewünschte Größe an. Klicken Sie dann auf Anwenden, schließen Sie den virtuellen Disk Manager und starten Sie das Betriebssystem. Erweitern Sie Ihre Festplatte mit dem Tool Disk Management. Wenn Sie jedoch eine ältere Version von VirtualBox installiert haben, vor 6.0 müssen Sie den Befehl VBox Manage von der Kommandozeile aus verwenden, um die Festplattengröße zu erhöhen. Bevor Sie beginnen, fahren Sie die virtuelle Maschine herunter und führen Sie die Befehlzeile als Administrator aus. Wechseln Sie dann in den Startordner des Programms und suchen Sie die Dateien VBox Manage .exe. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und kopieren Sie den Pfad. Gehen Sie dann in die Befehlzeile, fügen Sie diesen Pfad ein und geben Sie den Befehl Modifying ein. Anschließend müssen Sie den Pfad zu der vorhandenen virtuellen Festplatte angeben, deren Größe Sie erhöhen möchten. Gehen Sie zu dem Ordner, in dem unsere Festplatte gespeichert ist, und kopieren Sie den Pfad. Fügen Sie ihn in die Befehlzeile ein und geben Sie den Befehl wie folgt ein. Resist und die gewünschte Größe des Speicherplatzes. Rufen Sie das Programm auf und starten Sie das Gasbetriebssystem. Erweitern Sie die Festplatte wie bei der vorherigen Methode. Die Festplatte ist erweitert, Sie können weiterarbeiten. Und wenn auch auf diesem Laufwerk der Platz knapp wird, können wir ein zweites Laufwerk anschließen oder erstellen, um Daten zu speichern. Das ist ganz einfach. Gehen Sie in das Programm, klicken Sie auf die gewünschte virtuelle Maschine, gehen Sie dann zu den Einstellungen. Gehen Sie auf die Registerkarte Speichermedien, klicken Sie unter der Registerkarte SATA-Controller auf Laufwerk hinzufügen. Sie können ein vorhandenes Laufwerk hinzufügen oder ein neues Laufwerk erstellen. Klicken Sie auf Erstellen. Ändern Sie nichts im Assistenten und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie hier Ihr dynamisches Laufwerk an, damit es weniger Speicherplatz benötigt. Geben Sie den Pfad zum Festplattenspeicher und die Größe an und klicken Sie auf Erstellen. Wählen Sie unser Laufwerk in der Liste aus und klicken Sie auf Auswählen. Die neue Festplatte wird hinzufügt, klicken Sie auf OK und starten Sie die virtuelle Maschine. In der virtuellen Maschine wird die Festplatte leer oder ohne Dateisystem sein. Sie müssen die Festplatte genauso initialisieren, wie wir es in VMware Workstation getan haben. Das letzte Programm für heute ist Hyper-V. Die dynamische Größenänderung von Festplatten in Hyper-V ist ab Windows Server 2012 R2 verfügbar. Mit der Funktion ohne WXDX Resize können wir die Größe der virtuellen Festplatte vergrößern oder verkleinern. Wir können die Größe einer Hyper-V-Festplatte jedes Typs, ob fest oder dynamisch, ändern, um dies zu tun. Öffnen Sie den Hyper-V Virtuelle Maschine Manager, geben Sie unsere virtuelle Maschine an, gehen Sie dann zu den Einstellungen, geben Sie die gewünschte virtuelle Festplatte an und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. Wenn der Assistent geöffnet wird, wählen Sie Erweitern. Hier können Sie eine neue Festplattengröße eingeben. Starten Sie nun das Gasbetriebssystem. Öffnen Sie das Fenster Datenträgerverwaltung. Auf dem Laufwerk befindet sich ein unpartitionierter Bereich. Klicken Sie auf die Partition, die Sie erweitern möchten. Wichtiger Hinweis: Nur die Partition auf der linken Seite des nicht zugewiesenen Bereichs kann erweitert werden. Wie Sie sehen, können wir die Festplatte vergrößern. Alternativ können wir die Größe des WHDX-Laufwerks mit PowerShell ändern. Um dies zu tun, wir müssen den vollständigen Pfad zum Laufwerk der virtuellen Maschine abrufen. Gehen Sie zum Hyper-V Manager. Klicken Sie auf unsere virtuelle Maschine, gehen Sie dann zu Einstellungen. Wenn wir auf der Registerkarte SCSI-Controller auf unser Laufwerk klicken, sehen wir den Pfad dazu.
kopieren Sie es. Führen Sie PowerShell als Administrator aus. Geben Sie anschließend Crystalis VHD Patch und fügen Sie den Pfad zum Laufwerk der virtuellen Maschine ein. Als nächstes geben Sie mit dem Befehl dieser Bytes die Größe an, die Sie für die Erweiterung des Laufwerks benötigen. Beachten Sie, dass Sie eine Fehlermeldung erhalten, wenn Sie die Größe der virtuellen Festplatte kleiner angaben, als sie auf der Festplatte belegt ist. Danach müssen Sie den Datenträger in der Datenträgerverwaltung erweitern. Wie bei früheren Hypervisoren kann man auch in Microsoft Hyper-V eine virtuelle Festplatte hinzufügen oder eine neue erstellen. So erstellen Sie eine neue virtuelle Festplatte. Starten Sie den Hyper-V Manager, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre virtuelle Maschine und gehen Sie zu Einstellungen. Geben Sie unter SCSI den Laufwerk-Typ an und klicken Sie auf Hinzufügen. Dann Erstellen. Klicken Sie im Datenträgerassistenten im ersten Punkt auf Weiter. Wählen Sie an dieser Stelle das Laufwerk aus und geben Sie eine feste Laufwerkgröße an. Geben Sie einen Pfad und einen Datenträgernamen an. Als nächstes geben Sie die Disk-Größe an. Klicken Sie im letzten Schritt auf Fertigstellen, dann Anwenden und OK. Nach dem Start der Maschine muss das neue Laufwerk initialisiert und partitioniert werden, damit es für den Betrieb zur Verfügung steht. Führen Sie die gleichen Schritte wie zuvor aus. Wir möchten Sie auch daran erinnern, dass wir für den Fall, dass Sie aus irgendeinem Grund Ihre Dateien in einer virtuellen Maschine verloren haben, auf unserem Kanal ein Video über die Wiederherstellung von Daten einer virtuellen Maschine bereitstellen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.